Pünktlich zum Beginn des Klimagipfels in Paris erreicht der Smog in Peking wieder Höchstwerte. Spötter sagen, das liegt daran, dass Staatspräsident Xi Jinping derzeit nicht hier ist, sondern in Paris. Die chinesische Führung ist dafür bekannt, für Gipfeltreffen im eigenen Land hervorragendes Wetter zu machen, wie zum Beispiel beim APEC-Gipfel im vergangenen Jahr hier in Peking, als strahlender Sonnenschein herrschte. Kaum fliegt Xi weg, sieht es hier so aus. Die Luftwerte sind jenseits der offiziell anerkannten Skala. Über Peking hängt eine dicke Glocke. Offiziell reicht die Skala bis 500. Heute hat die nächstgelegene Station in meinem Stadtviertel einen Wert von über 510 registriert. Die Leute hier nehmen ja gerade dann, wenn Stau ist, absichtlich das Auto, um nicht so viel schlechte Luft atmen zu müssen. Viel weniger Leute gehen zu Fuß. Die zu Fuß gehen, tragen häufig eine Maske, andere nicht. Dadurch, dass jetzt so viele Auto fahren, tragen sie natürlich zu der Verschmutzung noch zusätzlich bei. Die Stadt Peking hat längst gelben Alarm erlassen. Baustellen dürfen nicht weiterbauen, Fabriken müssen die Produktion anhalten, Lastwagen stehen bleiben. Trotzdem sieht es weiterhin düster und trübe über der Stadt aus. Hinter mir sollten jetzt eigentlich noch eine ganze Reihe von Pekinger Hochhäusern zu sehen sein. Das hier ist übrigens einfach der Blick von meinem Balkon herunter. Aber alles ist in dem Feinstaubnebel verschwunden. Es ist praktisch nichts mehr zu erkennen, außer noch so schemenhaft direkt hinter mir das Gebäude des Militärkrankenhauses, was ungefähr 300 Meter entfernt ist. Dahinter versinkt alles im Smog.